fühlt sich hier? Ich dachte, Sie hätten Paris längst verlassen. Und wie sind Sie hier reingekommen? Koltitz! Ja, ja, ich weiß, warten Sie einen Moment. Ich bitte Sie jetzt zu gehen, Herr Konsul. Aber wenn ein Befehl irrsinnig ist und Ihr Leben und das Leben Ihrer Männer in Gefahr bringt, dann haben Sie doch das Recht, diesen Befehl nicht zu billigen, nicht wahr? Ich habe noch nie einen irrsinnigen Befehl erhalten. Niemals? Niemals. Da lobe ich mir unsere Minen. Wenn sie losgehen, die rasieren alles weg. Die rasieren da 80 Häuser weg. Jeder Atemzug ist wie ein Schrei, wie ein Donnern. Was bedeutet denn ein Menschenleben für Sie, Herr von Koltitz? Halten Sie endlich den Mund! Darf ich Sie an etwas erinnern, Herr Konsul? Vor genau einem Jahr, zwischen Juli und August 1943, haben Ihre Freunde über 10.000 Tonnen Bomben auf Hamburg abgeworfen. Über 10.000! Und inwiefern macht das aus mir einen Verbrechen? Ganz einfach deshalb, weil die Vernichtung einer Stadt außerhalb der Kampfzone ein Kriegsverbrechen ist. Da sind wir einer Meinung. Sehen Sie? Und Paris gehört, soviel ich weiß, nicht zu einer Kampfzone. Jedenfalls nicht bis heute Nacht. Um genau 3.10 Uhr hat Ihr französischer General unsere äußere Verteidigungslinie durchbrochen. Indem er unsere Stellungen angegriffen hat, hat er die Neutralität der Stadt verletzt. Jetzt bedroht er sie direkt. Als Stadtkommandant ist es meine Pflicht, darauf zu reagieren. Und es liegt an mir und nur an mir, die Mittel dafür zu nehmen. Sehen Sie darin immer noch ein Verbrechen, Herr Konsul? Ich persönlich sehe darin eine gewöhnliche Kriegshandlung. Das Röcheln ist verstummt. Aber die Augen schreien, brüllen. In ihnen ist alles Leben versammelt zu einem schrecklichen Grausen vor dem Tode. Vor mir. Mein Vater war Soldat. Mein Großvater war Soldat. Sie verlangen weiterhin von mir, dass ich das verleugne, was ich aus meinem Leben gemacht habe. Ich trage diese Uniform seit 32 Jahren. Ich habe an zwei Weltkriegen... Lassen Sie mich aussprechen! Warten Sie! Herr Norden, ich brauche eine Antwort und ich brauche sie jetzt. Was stehen Sie an meiner Stelle? Antworten Sie, ich warte. Ich? Antworten Sie! Ich weiß es nicht! Genau das dachte ich. Warten Sie, man kann bestimmt einen Weg finden. Ich habe Ihnen gesagt, ich werde nicht kapitulieren. Tun Sie es nicht.